liebe Person, die für das Design dieser Stadt bzw. dieser Eiszapfen, das Platzieren dieser Eiszapfen zuständig war. Was zur Hölle hat dich geritten, dieses Riesending hinzusetzen, sodass man den fetten Kerl da hinten nicht sehen kann? Ey, mal ohne Scheiß, wenn man von hier unten kommt, ich bin ja einmal beim letzten Mal hier so lang geschlittert, so, sieht man nicht, sieht man nicht, sieht man nicht, sieht man immer noch nicht. Erst wenn du hier bist, könntest du den Hut sehen. Erst wenn du hier so lang gehst, siehst du ihn. Oder so. Ansonsten siehst du den Kerl nicht, wenn du von oben nur runterkommst und eben guckst. Was soll denn der Scheiß, bitteschön? Ich bin durch die halbe Welt hier wieder gerannt. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt nach Trinity Lake City. Da hatte ich auch... Ich hätte den Namen dort immer falsch gesagt gehabt. Ich hätte mal gesagt, schwarze Stadt heißt ja Twin Drake City. Und da habe ich in meinem... Habe ich eine White-Version gesehen und da habe ich gesehen, dass der Typ da vor der Räder stand. Dachte ich mir, dann müsste er wahrscheinlich auch hier vorstehen. Jetzt habe ich erst gemerkt, weil dieser beknackte Eiszapfen den hier voll verdeckt. Das ist aber nur ein Schwarz und Weiß, hast du keinen solchen scheiß Eiszapfen davor. So, muss irgendwo kurz gucken wegen Pokémon. Alter, jetzt mache ich den so fertig. Erst so vor wie bekloppt durch die Gegend. Der ist an sich nicht zu besehen, aber wenn er noch fettere Eiszapfen vorsteht, ist das ja klar. Gott. Das wäre mal dafür verantwortlich war, gehört geschlagen. Das Ding auch noch schneller. Wie gibt es denn sowas? Das ist der komische Schneeflocke. Was eigentlich auch hätte voll Geist-Pokémon sein können, finde ich. Vom Design her. Ja, Red Lodge ist drin. Du musst jetzt Level 48 werden. Hat der nur solche Eisviecher? Ja, mach dein geknacktes Schild. Und komm, 48, 48, yo, yo, yo. Ja, dankeschön. Sieht doch ganz gut aus in der Race. So, wird dann noch der Zapfen? Ganz kurz gucken. Jetzt schmeiß ich mal Mimi rein. Ich versuche jetzt mal langsam. Ja, das ist schnell, das ist klar. Die Wunder spielt am besten mit hohen Initiativen und hohen Angriff. Viel halten die nämlich nicht aus. Ich versuche das Spiel mal jetzt hier langsam mal durchzubekommen. Das. Vielleicht jetzt mal, jetzt den ganzen Nachmittag. Wir haben nämlich gerade 17 Uhr. Kommst du auf einmal her? Und das ist vielleicht mal durchspiele. Endlich. Was war jetzt denn los? Das scheint was Wichtiges zu sein. Oh. Finstrio. Weil nur einer davon da ist. Die Musik ist aber cool. Da sind die anderen beiden. Okay, du gehst da unten lang. Soll ich wahrscheinlich die anderen beiden verfolgen? Das hat man ja im Trailer auch so gesehen, dass man die verfolgt hat. Passend, dass ich jetzt auch gerade Lucario. Ich lasse mal Lucario einfach mal aus von vorne. Allein weil der im Trailer auch mit dabei war. Da lang, glaube ich zumindest. Wäre ich übersehe wieder was. Da ist einer. So gegen die kämpfen? Oh, wie geil ist das denn? Ich finde ihn auch extrem cool. Das ist gut, dass wir am Dreikampf, das finde ich richtig geil. Okay, Gladiantri. Das kriegen wir hin. Und ich muss mal sehen, was er noch so hat. Ich natürlich jetzt mal tauschen tun. Ach, schmeiß ich nochmal Mimi rein. Ich weiß ja jetzt nicht, ob der nochmal so eins einsetzt. Nee, ein Absol. Ah, das passt. Oh, zum Glück trifft immer Sprungkick.
Schwertern, aber ich war schneller. Das war jetzt nicht doch hier. Ja, Rückkehr. Sollte er rausrechnen. Gut gemacht, Mimi. Er bleibt hier wie am Schnürchen. Okay, kann wahrscheinlich hat er, ja wahrscheinlich immer Unlicht-Pokémon, aber schicke ich trotzdem mal Uschi rein, der kann auch. Er hätte auch Manta reinschicken können. Ja, Manta hätte auch gepasst, aber. Genau, er kann jetzt übrigens. Nassschweif. Das wurde, glaube ich, noch nicht gezeigt. So, und dann macht der Wasserdüse drauf. Kein Klingel jetzt verlernen lassen, weil. Ja, nicht nur so tolle. Und Wasserdüse will ich irgendwie nicht verlernen lassen. Es ist wie Rückzugkeep, nur halt mit Wasser. Jo, erstens Finstrius haben wir besiegt. Es gibt uns das zurück. Ich glaube, der hat irgendwas geklaut. Ah. Jetzt kriegen wir ein Telefonat. Ah, Dia, hallo. Ich muss sagen, der Rival ist eigentlich recht cool designt. Ja, Sharon, die Pflaume will auch was. Ach, ist er doch gleich. Ja komm, ich habe ein dummes Gefühl, dass man gleich wieder suchen darf. Ja, ja. Bla, bla. Ach nein, nicht nochmal ansprechen. Also Sharon ist jetzt da lang gerannt. Dann tue ich das einfach jetzt auch mal. Eben noch schnell heilen gehen. Erstmal eben gucken auf die Route, wenn da nicht gleich was passiert, beziehungsweise die nächste Stadt da rein. Jetzt muss ich wieder suchen. Ah. Das hat mir jetzt schon gerade aufgeregt. Das ist mal das, doch das Problem. Gerade jetzt zum Ende hin. Ah ja, ist jetzt Sommerzeit. Hat sich hier wieder. Wir haben jetzt Oktober. Oh, in diesem Monat Geburtstag. Nein. Ich werde so alt. Mal gucken erstmal hier. Weil das Rätsel ist ja nicht umsonst, aber man ist davon ausgegangen, dass man da schon mal hin muss, glaube ich. Ja, dass das Spiel hier auf jeden Fall überlangt muss, sonst hätten sie so ein Rätsel ja irgendwie dämlich gewesen. Meine Meinung jedenfalls. So. Deswegen. Okay, ich bin letztes Mal hier schon durchgekommen. Wie war das jetzt nochmal? Irgendwie so. Ja. So kann man auch. Jetzt quatsch ich ihn wieder an. Da wollte ich mich jetzt ganz schön vorbeischleichen. Ach, und ich habe ja noch. Nee, das passt ja, dass ich mehr vorne habe. Dann ist so gut, dann wollte ich jetzt gerade gesagt haben. Und schon vor 41? Ich glaube ja, oder? Schwer zu lange her. Jetzt ist es gleich mit einem Schnapp weg hier. So, da kommen wieder Altaria. Altaria, Altaria. Da, ach. Oder? Ne, komm ruhig mal Risa, weil. Okay, Ray könnte das oben machen. Aber. Ich will mit Risa haben. Geht schneller halt. So, und Kamun weg. So. Pokémon tauschen recht später. Wenn nein, was passiert, erstmal rumgucken. Falls es hier nicht gleich was passieren sollte in der nächsten Stadt, werde ich pausieren. Also jetzt nicht hier, aber da halt in Stadt. Schneller, schneller. Ach. Gibt ja sowas immer ein Fahrrad, das ging um einiges schneller. Das ist zu modern, das weiß ich nicht immer.
Random Anruf oder gewollt? Random. Ich gehe davon aus, dass was von den irgendwelchen Trainern dann ist. Ich werde da runter. Zum Beispiel hier oben war ich. Ach so. Ach nee, doch, da war ich. Und da will ich rein. Nur um euch zu ärgern. Hurra. Das Spiel gibt halt XP. Wenn es gerade schon mal so vorbeiläuft, will ich mir das auch nicht hingehen lassen. Kann ja wohl jeder nachvollziehen, oder? So, bumm, weg. Gleich Level up, bezweifle ich. Sag ich doch. Oh ne, dann tausche ich jetzt mit ihm und mach mal Wuschi nach vorne. Der ist jetzt gerade am Level niedrigsten. Dein 46. Wo war nochmal der Ausgang hier? So, hier muss jetzt irgendwas passieren. Seid ihr sauer? Oder wir können jetzt an dem Typen da vorbei, wo wir vorher mal gesurft haben. Ist ja auch, was ich irgendwie nicht glaube. Ist die auch mal vielleicht wieder da? Nee. Die standen noch hier vor. Ist hier vielleicht jetzt irgendwas? Nee. Ist keiner zu Hause. Ach komm, ich pausiere jetzt wieder und guck nach, weil das wird sonst doch irgendwie zu dämlich ist. Also, bis gleich. Bin gerade am Hawaii-Strand und hat mich hier angerufen. Ich scheine auf dem richtigen Weg zu sein. Ach, falscher Knopf. Ich gehe mal spaßhalber gucken. Ist der Tunnel jetzt hier vielleicht frei? Wenn nicht, dann gucke ich nochmal oben. Ja, das ist tatsächlich. Ach, der ist jetzt frei, jetzt können wir da lang. Okay, dann ich mir jetzt gerade den Schutz sparen können. Ah, ich kann mit dem Wassertunnel hier lang. Oh, wie cool. Das sieht so geil aus. Ich finde die Musik auch sehr schön passend. Oh, wie toll. Hier, da schwimmt dieser komische Fisch. Wer kann mir den Namen vom Ding merken? Und ich sehe da hinten oben ist ein Quabbel. Hier gehe ich jetzt mal langsam durch. Das muss man mal jetzt genießen hier. Nochmal. Schön hier, wa? Hier, da ist ein Quabbel. Ganz so heißt. Ah, schön, dass man nochmal die Ansicht nochmal wechselt. Das ist echt geil. Das ist so ein weibliches Quabbel. Ich glaube, mehr Pokémon siehst du ja auch nicht. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Ein Typ, anderer Typ oder Typin. Ich sehe das von hier oben nicht mehr so richtig. Okay, jetzt können wir ruhig schon wieder ein bisschen gehen. Nee, jetzt brauche ich keinen. Die greifen mich keine wilden Pokémon an. Außer die brechen da durchs Glas. Aber ich glaube, da habe ich andere Probleme als die Pokémon. Da bin ich so normal. Das ist echt cool. Echt schön gemacht. Wenn wir schon rauskommen. Ah ja, da steht bestimmt voll interessantes Zeug dran. Oh, das kannst du sogar angucken. Das ist ja cool. Ah, das verbinde das mit das. Ah ja. Okay. Whatever. Verstehe ich jetzt eh nicht. Aber ist cool. Haben wir was bekommen, TM 42. TM 42 ist was? Normale Attacke? Sagt mir gerade. Jetzt gucke ich später mal nach. So und hoch. Ah, da ist schon hier. Nun wird. Das sieht ja lustig aus, wo du Köpfe durchstecken musst.
Ist das schon die Wasserarena? Das ist die Wasserarena. Hui. Cool. Wo jetzt zuerst lang? Ich will erstmal ins Focus Center, weil ich habe jetzt Enteron mitgenommen. Ich dachte, ich müsste es vielleicht surfen gehen. Ihr beiden zwei Reichen lauft einfach nur im Kreis rum. Das ist ja auch schön. So. Okay, hier fällt noch was geschenkt. Das wäre nämlich ganz dufte. Nee. Und du schenkst mir auch nichts. Da muss ich eben ganz kurz an den PC und dann den Kappa wieder ablegen. So. Und dann Risa gleich wieder mitnehmen. Dann gucken wir uns gleich mal um. Jetzt schon leicht die Arena, das ich weiß nicht. Ein bisschen schnell. Ich glaube auch, da muss er vor Team Plasma irgendwie kaputt machen. Na, nicht so, das werden wir ja sehen. Okay, hier kann man jetzt surfen. Ich will ja noch nicht gleich surfen. Ich will nicht so umgucken. Hier geht's ja auch noch lang. Ach, hier, das ist ja ganz nett gemacht. Nee, mit der kann man hier so nicht sprechen. Okay, also ein bisschen. Hoi! Das ist der Arena-Leiter, das weiß ich. Ich glaube, jetzt können wir gegen ihn kämpfen. So, vom Artwork her finde ich, sieht ja recht stylisch aus. Das ist irgendwie so ein Surfer, braun gebrannter Typ, eigentlich recht cool. Einfach mal ja. Ah, jetzt kriegen wir. Ach, der tauscht wieder Gelbstücke gegen irgendwas. Ist wieder Attacken. Ah, das ist so, wenn man es nicht versteht. Gibt es wahrscheinlich über. Ich habe jetzt den blauen und jetzt den gelben Typen gefunden. Ah, ich bin mit so einem Bötchen dran. Ich finde diese Stadt, über diese Region jetzt richtig nice designt. Wirklich. Da habe ich das gerade vorhin oder richtig. Ist ja richtig geil, du kannst sogar mit Kuckling, dass du hier runter gucken kannst ins Wasser. Das ist ja richtig cool. Sowas hätte ich auch gerne. Ich habe zwar Angst im Wasser zu sein, aber so über dem Wasser sieht sowas toll aus. Ärztepraxis anscheinend hier. Kommen wir den Ball da hoffentlich gleich ran? Ja, da kommen wir gleich ran. Nein, da blubbert's fröhlich vor sich hin. Und du sagst nichts. Ach Mist, da kommen wir jetzt nicht weiter. Schade. Mal kurz gucken, was wir da eben gerade eingesammelt haben. Irgendwas, was wir anscheinend schon hatten. Hoppala. Guck ich mal hier lang. Hier geht's noch weiter. Gut. Jetzt muss ich, jetzt hätte ich mir doch Kappa nicht gleich ablegen sollen. Ja, woher soll ich das jetzt wissen? Hier geht's. Da kommst du nicht rein. Jetzt leckt sie aber gerade wieder ein bisschen. Ach, sieh, hat er mir auch seine Nummer gegeben. Boah, das leckt jetzt aber gerade extrem. Ja. Mimi, du bist das Opfer, mal will sowas. Hat ihm anscheinend nicht gefallen. Ach, wir werden bestimmt tauschen vielleicht. Kann ich mir auch vorstellen. Wie leckt das hier so draußen so heftig? So weiter kommen wir nicht, dann müssen wir jetzt. Ihr müsst jetzt mal rumsurfen. Dann machen wir mal später. Na komm. Rene, das ist doch. Ist das was noch anderes? Nö. Aber wir können da rein.